Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei der Karte Ingo Thüringen, Mission 3.1. Wir düngen jetzt hier weiter. Ich habe beinahe wieder Aufnahmen ausgemacht. Aber nur beinahe, ne? Ich habe kurz überlegt, Mensch, was wollte ich jetzt machen? Ja, B wollte drücken, Dünger anschalten und nicht Aufnahmen ausmachen. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag heute. Ich habe mir gerade so ein, Folge 7, Sonntag. Ich jetzt meistens vergesse ich das immer. Ich habe immer die anderen Sachen im Kopf, wie das auch morgen der Milchfahrer jetzt nicht fährt. Mich persönlich wieder ein bisschen wundert. Aber der mit Mist ist gefahren, das ist mal wichtig. Die Misttour klappt jedenfalls. Bis einer das Förderband berührt und umstößt. Das kann ich ja durchaus unfair gewesen sein. Also beim nächsten Mal vielleicht. Beim Stroh reinfahren. Da muss ich so mal sehen, dass ich da den LKW rausfahre, den Anhänger. Und ja. Dass ich mit Stroh von vorne reinfahren kann, ne? Geradeaus. Da ist es dann ein bisschen leichter wieder hinzukommen, ne? Oder ich mache das direkt mit Auto, Quatsch. Zwei, drei Autohänger geht ganz gut. Mit großen Anhänger, das geht ganz gut. Ist ja nicht viel. Fütterung klappt ja jetzt automatisch. Man muss nur halt die Vorratsbilder davor haben. Ne? Füllmenge zu groß. 19 Uhr. Schon wieder zu klein wäre, glaube ich. Die Warnung. Hatte ich anfangs auch. Es kann aber sein, dass so wenig Tiere drin sind, dass sie entsprechend nicht alles haben wollen. Wirklich ist es. Daran denke, werde ich mal ein bisschen reduzieren. Was ich auch nicht haben will, dass es plötzlich zu wenig ist. Ne? Das wäre ganz blöd. Ne? Tja, dann geht das morgen. Tja. In der Theorie. Ein paar Bäume fürs Sägewerk kaufen. Das mal versuchen, ob das in Gang kriege. Ob es die gleichen Macken hat wie gestellt wegen der vorhandenen Balken. Wenn ja, ja, dann muss ich auf Sägewerk eigentlich verzichten, weil ich keinen Bock irgendwo die Balken zu besorgen. Ich wüsste ja nicht, wo ich verbrennen soll, ne? Das ist ja das Problem. Weil da die Balken, die sind am Händler erschienen bei der Vorgängerversion, hat aber mit der Karte nichts zu tun. Ich habe da halt den Sägeweg gesetzt, ne? Einfach so. Das kann man überall setzen normalerweise. Und dann gibt es ja auch eine separate Verkaufsstelle dafür. Bloß da wollten die Balken nicht verkauft werden. So, B. Kurz gucken, ob ich da nochmal düngen muss. Wenn ja, wir können ihn da stehen lassen gleich. So, das ist hellgrün. 2, ist auch hellgrün. Entschuldigung. Das heißt, wir können ihn nicht stehen lassen. Wir müssen sogar. Wir müssen dann irgendwann düngen. Zum zweiten Mal, ne? Das werden wir hier so hin tun. Das passt. Und dann düngen wir nochmal. So. Guck mal, was der Michael-Fahrer macht hier. Mist wird ein bisschen Geld bringen, das ist gut. Was kostet mich Mist überhaupt? Ist das der Preis? Ist er gleich geblieben? Isoliert? 5000? Hab ja geguckt. Plom. Ich habe ja jetzt Prinzip Pferdeheu. Getreideschwatt. Elefantengras. Ich habe ja Pferdeheu.
Silogras. Nee, Sand? Das wollte ich sagen. Ich wollte sagen, nee, das nicht. BGH. CCM, was ist das? Haben wir nicht. Oh, 900. Das ist richtig gut. Mais habe ich nämlich jetzt in Planung. Also zwei Stück Felder. Was ich noch suche, ist Pferdegras. Pferdegras-Silage. 900. Das ist ein super Preis. Das ist gut. Das habe ich gerade angebaut. Oder heißt angebaut? Gerade ist gut. Und was kostet der Mist? Das ist ja auch noch interessant. Das war ja vorher recht teuer gewesen. Der Grasladen kostet auch 630. Luzerne frisch. Gut, Luzerne will ich dafür nicht nehmen. Steak. Ja, Mist gibt auch noch 100. Gülle 627. Okay. Das ist gut. Was macht unser Milchfahrer? 7 Kilogras. Ist noch keine Silage. Warum fährst du nicht weiter? Machen wir jetzt voll. Ah, da vorne angezeigt. Angezeigt, na, vielleicht Fehler. Warum macht er nicht richtig voll? Gut. Das soll jetzt nicht stören. Gut. Mist, wird das keiner kommen, das ist erledigt. Da wären wir Heu. Die werden mal das die Silageballen rausnehmen und die Heuballen. Das braucht man in LKW. Dann die Futteranlage. Zumindest ein Heufilter ganz großen Mengen. Strohwire wäre voll. Silage auch noch voll. Ist beinahe eingefahren. Aber ich kann den Bulle mal wieder freistellen. Denn das dauert hier eine Weile. Denn das muss jetzt nicht sein, dass sie oder er steht den ganzen Tag. Also Grassilage haben wir ganz schön viele. Viele Ballen. Ich würde jetzt hier aber nicht unbedingt aufladen machen, dann wird nämlich das andere Zeug gleich entsprechend hier hingesetzt. Ne? Ja, der Ballenwagen ist ein bisschen besser, weil die Ballen sind hochkant. Ne? So. Z. Ja, machen wir mal. Ja, ich wollte nur die Tür zumachen, ne? So, hier war, glaub, Heu. Das sind die gekaufte Ballen, ne? Also gesagt,
denn hier an jetzt? Versteht nicht. Gute Frage jetzt, ne? Vierzigtausend. Ah, da ist der Punkt. Das ist voll. Was ist das Heu? Ah ja, gut. Ich hab's vertauscht. Ich hab's vertauscht. Die Lage fehlt zu viel. Heu habe ich genug. Aber wie gesagt, ich muss ja die Heuballen irgendwie unterbringen. Schau mal hier rein. Ja, das klappt nicht so, wie das will. So, Nase rein. Die nächsten Ballen sind ja auch bald soweit. Silage. Eine Frage der Zeit. Ich muss nur das bisschen ein Dach bringen, ne? Den Rest kann ich natürlich wieder aufladen. Auf dem Hänger sitze ich auch sicher, ne? Nur halt nicht, hier draußen. Wenn Marie kommen sollte, was hier natürlich alle immer recht viel gekommen ist. Eines Tages die Ballen weg. So, alle Silage weg. Ja, wird das immer weiter reichen. Wir brauchen ja eigentlich mehr Heu als Silage, ne? So. Die anderen können ja so liegen bleiben. So, muss ich da anschieben. So. Später. Zu und weg sind sie. Erstmal in Sicherheit. Und hier werde ich keinen reinbringen. Hier wird einstellen. Warte noch gleich. So, 6 Uhr, 19 Uhr. Bunker 1. Bunker 2. Verbrauch gestern 96.000. Mehrbedarf 43%. Ich brauche 9.000, na 10.000. Wie gesagt, ich möchte ja nicht unbedingt das Blocking. Wie gesagt, der hat keine Plane. Dann fahre ich irgendwie unter dem Dach und Fach.
Muss ich mal schauen. Ja, das wollte nicht so sein. Gut. Nicht gut. Natürlich muss ich so reinfahren und wieder rauskommen, ne? Also da in der zweiten Reihe an dem Pfeiler ist ungünstig. Obwohl. Na gut, da geht's so nicht. Da stellen wir hin. Und was macht unser Milchverkäufer? Steht ja und wartet, ne? Blocking. Wo steht der? Das hätte ich so gedacht. Gibt ja nicht. Müssen wir laufen. 16. So, Lüschau. Laufen wir alleine. So, Lüschau. Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, tschüss und ciao, ciao. Tja, morgen geht es hier weiter. Hier in Thüringen. Mit ja, Milchverkauf und einen neuen Tag am Beginn. Dann nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Und schon einen schönen Rest von da. Tschüss.